Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, im Moment ist bei uns irgendwo so ein bisschen der Wurm drin. So ein paar Kandidaten hier haben wohl schon verfrühten Frühlingsschlaf, wie nennt man das mal, Frühjahrsmüdigkeit, und haben hier in dem letzten Clankrieg leider nicht angegriffen. Aber es gibt noch ein ganz, ganz anderes Problem hier bei Clash of Clans, denn das Spiel ist immer noch sehr bugbehaftet oder überhaupt bugbehaftet, wenn es darum geht, Angriffe zu machen, und mitten im Angriff landest du plötzlich auf deinem Tablet-Desktop, so will ich es mal nennen. Fast egal, welches Device du nimmst, also es muss irgendwo nicht an den Devices liegen, also an den, weiß ich, iPads, iPhones, Samsung Ultras oder sonst was, sondern es muss irgendwo im Code, am Account oder sonst wo liegen. Das betrifft hier jetzt schon zwei Leute, glaube ich, bei mir im Clan. Und das Doofe ist natürlich, die verlassen jetzt das Spiel mit ihrem großen Account, so muss ich mal sagen. Und das ist natürlich ein bisschen doof, denn die brauche ich natürlich irgendwo zur Liga. Aber man fragt sich dann natürlich auch, 93%, die Base ist ja schon fast down. Aber woran hat es eigentlich gelegen? Ja, woran hat es eigentlich gelegen? Und wir gucken uns hier aber die wunderschöne Blimp an. Und ihr müsst aber dann letztendlich das Ende schauen. Also klar, die Wurzelkriegerinnen sind natürlich mit an Bord und ein paar Heiler. So habe ich das Konstrukt eigentlich noch gar nicht gesehen. Wenn dann mit dem Wardenborg noch dahinterher. Aber am Ende fehlt es dann. Am Ende fehlen halt 7%, und die kann man natürlich holen, wenn man keinen Disconnect hat. Ja, wenn man keinen Disconnect hat, also, oder plötzlich auf dem Desktop landet und der Bug ist schon länger. Ich weiß nicht, ob der Bug überhaupt mal irgendwo bekannt ist bei Supercell oder ob sich da niemand drum kümmert oder ob man sich da nicht drum kümmern will, weil man könnte ja auch so sagen, ist ein persönliches Einzelschicksal. Ja, aber ich denke mal, dass einige mehr noch diesem Schicksal erlegen sind und das Spiel einfach so hinnehmen, wie es jetzt gerade ist, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du hier vor allen Dingen, ich sag mal, ein bisschen Geld in die Accounts gesteckt hast. Und und das kriegst du dabei raus, ne? Also du zahlst Geld in ein Spiel und das Spiel ist kaputt. Macht keinen Sinn. Ja, macht überhaupt keinen Sinn, denn dann zahlt man erst recht nicht mehr für ein Spiel, oder man spielt es dann nicht mehr. Und wer nicht spielt, der zahlt nicht. So muss man es ja auch sehen, denn die zahlen den Kunden, ist ja letztendlich das Geschäft hinter diesem Ganzen hier. Und sicherlich nicht der Friede, Freude, Eierkuchenspaß, den sich Supercell immer vorschönt. Wie toll das Spiel doch ist und wie cool es ist, wenn der King hier auch in der Warden-Aura erstmal 40 Sekunden überhaupt nicht stirbt, beziehungsweise überhaupt keinen Schaden nimmt, das muss man ja sagen. Irgendwann nimmt er auch wieder Schaden. Irgendwann nimmt er auch wieder Schaden, aber unfassbar lange nicht. Und tankt hier das Ganze wirklich cool durch. Der Frostpfeil hier, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut. Ich habe ihn mir heute erstmalig mit einem meiner kleinen Accounts geholt, also mit dem Rathaus 8. Der hat ja noch keine Queen. Ich bin wirklich mal gespannt, ob ich den Pfeil habe, wenn ich mit dem Account auf 9 gehe. Also ich konnte ihn auswählen, ich konnte ihn kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann wirklich nutzen kann, ob er dann wirklich in meinem Inventar ist, ob sich das Spiel das gemerkt hat, dass ich mir den geholt habe, oder ob das Spiel dann am Ende sagt, okay, jetzt bist du 9. Hier sind deine Fähigkeiten. Ja, aber ihr seht schon, der Royal Champion hier stirbt nicht, und er hat unten noch so ein paar Cleanup-Truppen, hat den Royal Champion auch nicht gezündet. Ja, ich meine, wenn man den jetzt noch zündet, dann räumt er sicherlich noch ein bisschen mehr im Cleanup, aber hier war wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich schon wieder der Disconnect zugeschlagen, und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das kostet dem Spieler Nerven, das kostet dem Spieler Zeit, das kostet dem Clan wertvolle Sterne oder Punkte, und in der Clan-Kriegsliga weißt du dann auch nicht, passiert mir das beim Angriff in der Clankriegsliga nicht vielleicht sogar gleich zu Beginn, dass es eine Nullnummer wird, weißt du, und dann ist es natürlich schwer, das Ganze nachzuvollziehen, aber es ist sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Also am meisten ärgert es mich natürlich, dass die Leute dann gehen oder den Clan dann verlassen und hier dann nicht mehr mit dem Account mitspielen, so muss man sagen. Betrifft nicht alle Accounts. Ich bin auch schon mal auf dem Desktop gelandet, ist aber schon Wochen oder Monate her, und auch niemand kann es genau beschreiben. Also es ist nicht reproduzierbar, so muss ich sagen, was da eigentlich passiert. Und deswegen denke ich mal, tapst man da auch als Programmierer so ein bisschen dann, ja, man kann ja auch nicht alles abgreifen. Ich denke mal, gerade die vielen
mobilen Geräte oder überhaupt auf den vielen Geräten, wo Clash of Clans jetzt läuft, können da abgegriffen werden. Das heißt also, letztendlich gibt es natürlich zwei Betriebssysteme, das von Google und das von Apple und vielleicht auch noch von Amazon oder so, keine Ahnung, was noch alles in Unterstützung ist und neuerdings ja auch AMD und Intel CPUs, wenn man das Ganze hier auf dem PC laufen lässt. Was allerdings bei Google noch Beta ist, bei Clash of Clans wohl nicht. Aber es ist schon ziemlich viel supported und muss dann natürlich dementsprechend auch unterstützt werden. Nur, wie gesagt, wenn am Ende dann leider das rauskommt, dass die Leute keine Lust mehr haben, weil sie haben schon Tickets aufgemacht, sie haben ganz, ganz tollen Leuten ganz, ganz tolle Videos zukommen lassen, in der Hoffnung, dass man dort etwas erreichen kann, das tätig oder dass man tätig wird, dann ist das natürlich umso ärgerlicher. Aber hier ist jetzt auch da wieder an dem King. Ich meine, okay, jetzt kriegt er natürlich keinen Schaden, klar. Aber dennoch, wenn der hier richtig losgeht, dann geht hier die Post ab, keine Frage. Naja, aber wie gesagt, ich habe das gestern so ein bisschen, oder ich habe es jetzt über den Montag und Dienstag, habe ich so ein bisschen anders gesehen, beziehungsweise aus einer anderen Brille, weil ich auch nicht im Spiel war. Das kommt noch dazu. Ich sehe es dann nur im Discord oder ich lese halt ein bisschen dann und bekomme das dann hier in-game gar nicht mit, weil ich jetzt auch in-game heute eigentlich das erste Mal wieder ab oder seit Montag in-game war. Und musste das Spiel auch mal ein bisschen ruhen lassen. RL geht immer ein bisschen vor. Und also zumindest hier bei mir beim Spiel. Und Queen ist hier noch zündbar. Also auch ein schöner Angriff. Ich zeige euch die Angriffe hier so nebenher. Aber ich mache mir natürlich jetzt auch so ein bisschen meine Gedanken wegen diesen ganzen Abbrüchen, die auch von meiner Seite aus sehr schlecht bewertet werden können. Also ich kann nicht sagen, oh, du armer Spieler, hast einen Bug. Pech für Egon. Oder ob man da dann, ich meine, ich kann letztendlich da auch nichts dran reißen oder dran ändern. Oh, wir hätten hier sogar noch gewinnen können. Nee, wir haben ja gewonnen. Ich kann da auch nichts dran ändern oder dran reißen oder weitermelden oder was auch immer. Denn ich habe überhaupt keine Kontakte mehr in die Supercell-Welt. Und da ist es natürlich dann schwierig. Man kann sich letztendlich nur an Support wenden, immer wieder. Und die fragen ja auch dann einiges ab. Ich meine, ein Beweisvideo kannst du natürlich immer machen. Ich kann jetzt hier auch auf den Desktop springen und bin weg, ja, wenn ich einen Angriff mache. Aber ich denke mal, es ist schon so, denn die Leute erzählen das ja schon seit Wochen oder Monaten. Und das machen die nicht nur, weil sie Spaß in der Freude daran haben, dass es wohl einen Fehler gibt, der nicht immer da ist und auch nur vielleicht gewisse Leute betrifft. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so eine Hate-Liste gibt bei Supercell. So nach dem Motto, hier, der holt viel zu viel 3 Sterne. Dem gönnen wir mal ein paar Disconnects. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber wenn das denn mal größeren passieren würde, also sage ich mal, die ein bisschen mehr Reichweite haben, hier in die Supercell-Welt, ich glaube, da würden die dann sofort tätig werden. Ja, also so nach dem Motto, obwohl die werden ja auch nicht tätig bei den kleinen Bug, wenn der King in der Wardenaura ist und gezündet wird und dann die Wardenaura noch um ihn rum ist und auch der Warden gezündet wird, dass der erstmal eine ziemlich lange Zeit unverwundbar ist. Also er wird verwundbar. Irgendwann ist er wieder verwundbar, aber die Zeitspanne ist einfach viel zu lang. Und das sind hier im Moment Game Changer auch. Die Root Rider hier sind im Moment einfach zu stark, muss man auch ganz klar sagen. Auch die sind schlecht gebalanced im Moment auf Level 3, also auf Max-Level. Und ihr seht auch hier wieder den King, ne? Meine Tanken tut er jetzt nicht, das machen jetzt gerade die Root-Rider für den. Aber ein bisschen Schaden kriegt er dann sicherlich auch nachher noch wieder ab. Nur geht er natürlich echt schmeidig durch hier und er ist auch erst 84, das kommt noch dazu. Er ist auch erst 84. Also längst nicht the Yellow from the Egg, so heißt es ja immer. Aber die Root-Rider sind einfach ein bisschen zu stark, würde ich sagen. Der Fuchs hier an der Gladiatorin, den finde ich in Ordnung. Auch dem. Aber es gibt im Moment, glaube ich, auch nichts, was man so heftig dagegen bauen kann, gegen Root-Rider. Man kann nur hoffen, dass sie ein bisschen genervt werden. Oder aber die Defensive ein bisschen versteckt wird. Naja,
Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr von der Sache haltet und ob ihr auch selber betroffen seid und was man dagegen machen kann, gegen solche Sachen. Denn, wie gesagt, mehr als den Support einschalten kann man nicht. Was hat der Emilio hier gemacht? Als 14er mal wieder gegen einen 16er. Aber ihr seht selber, der 16er ist noch eher ein 13er mit den Level 1 Scattershots und okay, ein Level 2. Ich meine, das sind halt diese typischen Dörfer, ne? Der ist aber auch noch Level 1, ne? Der ist noch nicht schick. Der ist auch noch Level 1, aber Hauptsache, ich habe einen 2er, ich habe einen Rathaus 16 und ich habe einen Level 2 Monolithen in der Basis stehen, habe mindestens einen Kampfturm, wenn nicht sogar noch einen, aber der ist jetzt schon weg. Und dann geht es hier mit dem 14er schön rein, hier mit dem Hydra, beziehungsweise erstmal das Rathaus machen. Okay. Das ist ja auch der Begierde. Rathaus. Aber fast schön gebaut hier. Die Helden wären auch wieder fast rumgegangen. Entweichend jetzt aber auch dem Gift hier. Sehr, sehr schick. Also der King zumindest. 80 ist also auch fully maxed hier für den 14er. Und dann geht es hier oben weiter mit dem, na, ich nenne es mal so, mit dem vermeintlichen Hydra. Der kommt von da oben von 12 Uhr. 12 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 10 Uhr. Geht ja also ein bisschen diagonal rein oder ein bisschen schräg rein. Unten der, na, die Gladiatorin schafft den aber auch gerade so, ne? Meine Herde, ja, schafft den Scattershot auch gerade so. Hat aber auch noch einen Helden vor sich. Gerade Gladiator gegen anderer Held ist eigentlich unfair, denn da verliert der angreifende Gladiator eigentlich immer oder die Gladiatoren. Ja, ich weiß, Leute, wir wollen mal nicht rumgendern hier, sondern es ist die Gladiatorin. Und allerdings seht ihr hier, die Base ist auch eher, na, ich würde fast sagen, Rathaus Level 11, 12 Niveau. Und deswegen kann man nicht davon sprechen. Ich hatte das schon im Discord gesehen. 14 auf 16, wieder 3 Sterne. Aber naja, geschenkte 3 Punkte, ne? Nimmt man gerne mit. Und deswegen ist das eine schöne Sache. Aber wie gesagt, es würde mich wirklich interessieren, ob ihr auch solche Abbrüche habt. Wo befindet ihr euch? Seid ihr in Legende? Seid ihr unten am Farm in Bronze, in Silber und habt ständig Abbrüche und meldet das nicht und nehmt das einfach so hin? Weißt du, es gibt ja auch Leute, die nehmen das einfach so hin, dass etwas in dem Spiel hier passiert oder böse passiert und sagen dann nichts, ja, sondern denken sich, naja, okay, jetzt hat sich das Spiel mal nach dem 15. Angriff einmal geschlossen, aber einige Leute sind hier schon wirklich gebeutelt, was das Ganze angeht, und das ist natürlich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, erst recht, wenn du dadurch, also jetzt ich nicht persönlich, sondern eher die Clans dann, wo die Leute dann sagen, okay, mit meinem größten Account spiele ich nicht mehr, weil ich habe da immer Abbrüche und das macht keinen Sinn, das macht für den Clan keinen Sinn, das macht für den Spieler keinen Sinn und das macht dann in der CWL erst recht keinen Sinn. Wenn man dann anstrebt, auch ein bisschen aufzusteigen, dann ja, verlässt man das Spiel. Ob das richtig ist oder nicht, liegt nicht in meiner Entscheidung und ich möchte auch nicht darüber urteilen. Ich kenne das Problem selber schon sehr, sehr lange. Also ich kenne es nicht selber, sondern ich weiß von diesem Problem schon sehr, sehr lange, aber letztendlich sind mir auch ein bisschen die Hände dabei gebunden, weil was willst du jetzt machen? Ja, ich kann mich auch nicht an die Clash of Clans Zeitung wenden. Die gibt's nicht. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren. Nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Bis dahin, schöne Restwoche, Leute. Euer Toto. Best.